Duell der Raubkatzen in Braunschweig. Die Basketball-Löwen empfangen die Tigers Tübingen. Beide haben zuletzt eher mit stumpfen Krallen gekämpft, kommen jeweils aus einer Klatsche in diesen achten Spieltag. Aber Tübingen scheint nachgeschärft zu haben, kommen super rein in diese Begegnung, vor allem durch ihn hier, durch Jimmy Boehm, der 14 Punkte in der ersten Halbzeit erzielt und damit die höchste Tübinger Führung in diesem Spiel bereits im ersten Viertel mit 9 Punkten. Braunschweig braucht dann ein wenig, bis sie die Energie hochfahren, dann aber immer wieder mit solchen Highlights hier und immer wieder mit dem Kampf, den Tübingern wieder nahe zu kommen. Javon Jackson mit klasse Spiel, insgesamt Topscorer dieser Begegnung, 29 Punkte für den besten Punktesammler der Easy Credit Basketball-Bundesliga. Aber es ist ein Spiel, das sich als spannendes entpuppt zwischen diesen beiden Akteuren. Auch wenn die Tübinger lange geführt haben, kommen die Braunschweiger kurz vor der Pause durch diesen super Dank von Amarsela zum Ausgleich noch vor der Pause. Eine richtig gute Begegnung, die dann also auch verspricht, in Halbzeit 2 dasselbe zu halten. Die Braunschweiger da schon früh mit harter Attacke Richtung Korb. Super End One von Nico Tischler, der aufs Handgelenk fällt, später dann aber wieder zurückkommen kann ins Spiel. Die erste Führung damit aber für die Braunschweiger in dieser zweiten Halbzeit gegeben. Und die Braunschweiger gehen weiter voran mit Ferdinand Zilka, der einen klasse Tag erwischt. 15 Punkte für ihn. Und er führt seine Mannschaft immer wieder leicht an, um dann in Führung zu bleiben. Aber Tübingen hört nicht auf zu rennen. Tübingen hört nicht auf zu punkten und zu rebounden. Auch wenn sich hier Javon Masters verletzt und nicht zurückkehren kann ins Spiel, stellen die Tübinger trotzdem wieder das Unentschieden und vor allem auch immer wieder die Führung her. Dann aber Gilson Bango mit diesem Ausrufezeichen in Richtung Sieg. Doch die Tübinger sind zu cool und abgezockt mit diesem Backdoor-Ball auf Javon Jackson. Der Ausgleich und damit die Overtime zwischen Braunschweig und Tübingen. Tübingen über weite Strecken dieses Spiels mit schwachen Wurfquoten von der Dreierlinie. Nur zweimal haben sie überhaupt in den ersten 40 Minuten von draußen getroffen. Dann aber zum Start in die Verlängerung gleich drei in Folge, unter anderem Siric und Javon Jackson. Die Braunschweiger damit eigentlich schon unerreichbar weit weg, aber sie fighten sich nochmal zurück in dieses Spiel, machen es nochmal zu einem One-Possession-Game, aber die Tübinger sind einfach zu abgezockt. Javon Jackson nochmal, zwar der Airball, aber Matteo Siric sammelt den 19. Offensiv-Rebound ein für Tübingen und macht damit den zweiten Saisonsieg klar. Tübingen unterbricht damit seine Niederlagenserie von 6 Stück in Folge. Braunschweig verliert zum zweiten Mal nacheinander.